Das Gehirn. Eine eigene Zeit. Neben der Fähigkeit zur räumlichen Wahrnehmung ist unser Gehirn auch imstande, zeitliche Abfolgen darzustellen. Und dabei sind unsere Erfahrungen und erlebten Zeitabfolgen die Elemente, aus denen unser individuelles Zeitempfinden entsteht. Wenn Neurowissenschaftler von Zeit sprechen, ist damit nicht die Uhrzeit gemeint. Es gibt für die Wahrnehmung von Zeit kein Sinnesorgan. Wir haben zwar eine innere Uhr, die von molekularen Mechanismen gesteuert wird und unseren Schlaf und unsere Wachzustände reguliert, den Biorhythmus. Doch es gibt noch eine andere Uhr, die unseres Gehirns. Diese kodiert Abfolgen von Ereignissen nach einem subjektiven Rhythmus. Erfahrungen, die in einem bestimmten Zeitabschnitt gemacht wurden und wie sie zu anderen Zeitabschnitten im Verhältnis stehen, werden in bestimmte Neuronennetze eingeschrieben. Dafür werden tiefere Schichten des Gehirns erforscht. Der neben dem Hippocampus liegende laterale entorhinale Kortex ist der Bereich, in dem sich Zeitwahrnehmung messen lässt. In der Forschungsgruppe von Edward Moser konnte gezeigt werden, wie diese Kodierung funktioniert. In einem Experiment mit einer Ratte werden bestimmte Ereignisabfolgen untersucht. Zuerst kann sie frei umherlaufen und nach Schokoladenstücken suchen. Diese Schlüsselereignisse, das Auffinden der Schokolade, werden in den Neuronen kodiert. Als die Ratte später in einem repetitiven Muster, einer 8, laufen sollte, konnte gezeigt werden, dass der Zeitcode immer präziser und vorhersagbarer wurde. Er repräsentiert, wann das Tier wo war und wie viel Zeit vergangen ist. Anders als bei der Ortswahrnehmung zeigt sich Zeit dabei nicht in der Aktivität einzelner Neuronen, sondern verteilt über ein System hunderter Nervenzellen. Diese Repräsentation von Zeit kann mit räumlichen Informationen aus den Gitterzellen im Hippocampus verbunden werden, sodass unser Gehirn eine einheitliche Repräsentation des Was, Wo und Wann speichern kann. Die Wahrnehmung von Zeit scheint im Gegensatz zu der Wahrnehmung des Raumes auf viele Neuronen aufgeteilt zu sein. Daher ist es schwer, das nachzuweisen, weil jedes Neuron möglicherweise ein klein wenig oder Spuren davon enthält. Es verhält sich also anders als bei den Gitterzellen, wo alles in einer Zelle passiert und man sofort sagen kann, dass diese Zelle Ortssignale aussendet.